Job. Hallo Leute, ich bin Gestirn und ich möchte euch heute ganz kurz und spontan ein Arcade-Spiel vorstellen. Das Ganze spielt sich auf der Wii U ab und ist ein Action-Puzzle-Action-Adventure in 2D. Kostet 10 Euro und ist im Nintendo eShop herunterzuladen. Das Spiel gibt es seit dem 6.12. und es nennt sich Mighty Switch Force Hyperdrive Edition. Man kann sich das Spiel auch auf den Nintendo 3DS herunterladen, aber da ist die Grafik dann natürlich abgespeckt und die Levels sind anders. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich zurück ins Menü. Und dann werde ich euch mal das erste Level kurz zeigen. Ich finde das Spiel eigentlich ganz interessant. Ich habe mir zuerst ein paar Videos und Screenshots angesehen. Da hat mir der Grafikstil dann auch ganz gut gefallen. Dann dachte ich mir, ja, okay. Wenn dich schon mal was im Nintendo eShop interessiert, dann kaufst du es dir halt auch mal. Dann habe ich mir eine Nintendo eShop Karte für 15 Euro gekauft. Und ja, ich zeige euch jetzt mal das erste Level. Los geht's. In dem Spiel spielt man eine Polizistin, deren Auftrag es ist, entflohene Häftlinge wieder einzusammeln. Und ja, es gibt für die jeweiligen Levels dann auch Bestzeiten. Also dein Auftrag ist es, die Häftlinge möglichst schnell wieder zurückzuholen in den jeweiligen Levels. Es sind ungefähr 15 bis 20 Levels. Ich habe hier schon mal die ersten 6 gespielt. Dementsprechend sind die ersten 6 bei mir freigeschalten und die anderen nicht. Ich werde euch jetzt mal das erste Level gleich zeigen. Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch an. Wie man hier sieht, man kann springen, schießen, das ist der Angriff. Und Blöcke aktivieren bzw. auch deaktivieren. In dem Spiel gibt es verschiedene Arten von Blöcke, die das ganze Spiel etwas dynamischer macht. Und die kann man eben aktivieren, indem man die Leuchte auf dem Helm aktiviert. Man sieht hier unten rechts oder direkt unter mir jetzt, sieht man die Blöcke, die grau hinterlegten, die sind deaktiviert und die goldenen, die sind eben aktiviert. Und dann kann man zum Beispiel hinaufhüpfen. Bei den anderen, da würde man durchfallen. Hier oben haben wir auch schon den ersten Häftling. So, jetzt sieht man oben in der Mitte, wir haben einen Häftling eingesammelt und haben noch 4 vor uns. Oben rechts sieht man hat 3 Leben. Da ist schon der nächste Häftling, da komme ich aber leider nicht hoch. Jetzt muss ich meinen Helm aktivieren. Und nochmal, hier haben wir einen Checkpoint. Und im Laufe des Spiels gibt es dann noch verschiedene Arten von Blöcken. Und mit denen musst du dann auch teilweise Kettenreaktionen auslösen, um ans Ende des Levels zu kommen. Da haben wir auch schon die dritte. Jetzt haben wir noch 2 Häftlinge vor uns. Ja, zum Umfang des Spiels weiß ich noch nicht genau, was ich sagen soll. Ich habe es ja jetzt eben noch nicht durch, das ist nur so ein kurzes Anspielen. Denn es sind ungefähr ja so 15 Level. Und wenn man wirklich auf Zeit spielt, dann hat man ein Level ungefähr, ja, kommt auf die Schwierigkeit natürlich auch drauf an, zwischen einer und 4 Minuten oder so. Höchstens. Und dann ist man eigentlich auch recht schnell durch bei 15 Levels.
So, da haben wir den letzten Häftling. Und dann werden wir hier abgeholt. Wir haben jetzt 2 Minuten 28 gebraucht. Das war natürlich viel zu lange. Aber ich wollte euch das ja nur mal kurz näher bringen. Genau, 1 Minute 20 war meine bisherige Bestzeit, so wie es aussieht. Ansonsten würde ich sagen, war's das eigentlich schon wieder. Here we go! Ich hoffe, ich konnte damit vielleicht irgendjemand, der auch schon eine Wii U besitzt oder einen Nintendo 3DS, auf das Spiel aufmerksam machen, denn ich denke, es ist ein sehr interessantes und unterhaltsames Spiel, das man immer wieder gelegentlich mal so zwischendurch spielen kann. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich sehr gerne in die Kommentare reinschreiben oder mir direkt per PN. Damit bin ich raus. Ciao.